Hallo Seekräuter und willkommen zur nächsten Folge hier im Ausblick. Wir haben Tarnungen ausfindig gemacht und weitere Events, die mit dem Update 088 Einzug halten werden. Ich möchte sie euch kurz vorstellen. Das erste, was ihr seht, sind Tarnungen und zwar mit einem Katzenkopf. Und zwar ist das dem Sam, diesem Unsinkable Sam gewidmet. Das wird für alle Schiffe, auf denen der Unsinkable Sam mal gedient hat, sozusagen als Katze, eine Sondertarnung geben. Das erste ist natürlich die Bismarck, wo die Katze unterwegs gewesen sein soll oder ist oder keine Ahnung, ob das jetzt bewiesen ist. Gab da ja mal so einen riesen Artikel. Ich persönlich finde das ja ganz lustig, dass da aber so eine Katze drauf ist. Aber noch cooler finde ich eigentlich, dass jetzt noch Schiffe dazukommen, also noch Lackierungen dazukommen für die Schiffe, wie sie damals ausgesehen haben, als die Katze an Bord gedient hat. Das hier ist so eine Memorial-Tarnung und so wird die Bismarck ausgesehen haben wohl, als die Katze da an Bord war. Und jedes Schiff wird quasi eine so eine Memorial-Tarnung bekommen und eine so eine Tarnung. Also quasi so, wie sie tatsächlich aussahen. Und da freue ich mich ehrlich gesagt drauf, weil das fehlt mir noch für die Bismarck. Ganz einfach gesagt. Die Tarnung, die ich euch jetzt vorstelle, haben 3% auf die Erkennbarkeitsreichweite, also minus 3% natürlich, 4% mehr Streuung der Gegnergranaten. Dann gibt es 10% auf die Wartungskosten nach der Schlacht und 50% mehr Erfahrung auf den Schiffen. Ja, das hier ist die Bismarck. Dann geht es weiter mit der Kosek. Auch da wieder einmal die Memorial-Tarnung mit dem Katzenkopf. Und so sah die Kosek wohl aus, als der Kater da an Bord war. Und dann geht es nochmal zur Ark Royal, die hier die Katze an der Seite dran hat. Und dann sah die Ark Royal wohl so aus, als der Kater an Bord war. Ja, also das ist schon mal eins, was sich optisch schon ein bisschen verändern wird. Es geht noch weiter mit Änderungen. Und zwar werden Städte in der Crash Zone Alpha der Karte, die vor einiger Zeit hinzukam, vor kurzem hinzugefügt. Dann wird es neue Beleuchtungsmodelle geben. Das freut mich auf jeden Fall. Ich mag das immer, wenn sich technologisch auch noch ein bisschen was tut. Auf der Karte Ozean, großes Rennen, Norden, Verwerfungslinie, Polar, auf vielen Inselkarten und in dem philippinischen Hafen, was mein persönlicher Lieblingshafen ist, werden sie aktualisiert. Auch der Himmel hat wohl eine verbesserte Technik bekommen oder bekommt eine mit dem Update 088 und wird deswegen wohl auch besser aussehen. Außerdem wird das Audiosystem weiter geupdatet werden. Der Mechanismus für Geräusche von Waffen und Motoren wird verbessert. Und es wird im Update 088 dann wieder Sprints geben. Und zwar gewertete Sprints. Der Sprint 8 wird für T7 sein im Format 6 gegen 6 und der Sprint 9, der ebenfalls im gleichen Update-Zyklus stattfindet, wird auf der Stufe T8 gefahren im Format 7 gegen 7. Und dann kommen wir zu weiteren optischen Verbesserungen. Es wird nämlich einen neuen Hafen geben. Und das sieht so ein bisschen aus wie, was ich mir schon längere Zeit gewünscht habe. Spätestens seit dem Hafen mit dem Lagerfeuer, mit dem Kamin da hinten und so weiter, mit diesen, ja, mit diesen Comic-Häfen und so weiter. Da habe ich mir so gedacht, warum nicht mal realistisch so ein Hafen? So wie ein Bastler, der gerne Schiffsmodelle baut. Warum nicht das? Und genau das kommt jetzt. Und zwar auch mit dem Update 088. Da feiert Wargaming oder World of Warships seinen 4. Geburtstag und es wird eben einen neuen Hafen als Dankeschön geben. Den klicken wir uns gleich mal durch. Das ist hier die erste Perspektive, die sie geliefert haben. Die zweite sieht dann so aus, hier mit den Holzspänen, ein bisschen Bleistift und so weiter. Ja, da war russische Schrift, da ist jetzt englische Schrift. Naja, also für alle was dabei. Finde ich auf jeden Fall schon mal super geil modelliert. Und ich könnte mir vorstellen, dass das noch eine Alternative zu meinem bevorzugten Philippinenhafen wird. Hier hinten gibt es ein schönes Porträt. Ich glaube, das ist Gefahrenherd, ne? Ja, ich glaube, so heißt, oder? Ja, ich glaube, Gefahrenherd war das, was das Bild da ist. Naja, gehen wir mal weiter. Es wird im Update 088 wieder ein System geben, ähnlich dem Schneeflocken-Event oder den Symbolen von Frankreich. Also, dass ihr für Siege auf Schiffen dann wieder Ressourcen bekommt und also wertvolle Belohnung. Was genau steht jetzt hier noch nicht? Jetzt muss man aber wissen, mit dem Update 087 wird ja das Forschungszentrum, also das Forschungsbüro integriert. Und was macht man bei diesem Forschungsbüro? Man resettet seine Schiffe oder seinen Baum, oder man soll es tun, man soll motiviert werden, das zu tun. Und damit werden quasi die Schiffe möglicherweise fehlen, ja, um
diese wertvollen Belohnungen zu bekommen. Also die Spieler werden ein Stück weit benachteiligt. Also überlegt euch, ob ihr das mit 087 macht. Es wird einen Ausgleich geben. Und zwar wird es eine doppelte Belohnung geben für diejenigen, die dann halt, so viel verstehe ich das, die T6, T7, T8, T9 Schiffe dann freischalten. Während diese Aktion läuft, wird es eine doppelte Belohnung geben. Also wenn man das dann mit T6 macht und man da 400 Kohle für bekommen hat, dann bekommt man dann 800, so verstehe ich das. Oder man muss es ein zweites Mal machen. Das ist für mich wieder ein bisschen komisch geschrieben im Englischen. Ich habe es jetzt in Deutsch so übersetzt, dass man den Bonus zweimal bekommt. Ja, schauen wir dann einfach mal. Es ist aber irgendwie auch schon wieder merkwürdig, ne? Wir haben so jetzt die Möglichkeit, über das Forschungsbüro dann die Bäume zu resetten. Möglicherweise machen das einige von euch oder bis eben hätten es einige gemacht und werden dann aber bei der Belohnungsausschüttung gefühlt wieder ein bisschen benachteiligt. Finde ich nicht so optimal kommuniziert. Ich finde, man sollte dann gucken, ob man dieses Schiff schon mal hatte und bekommt dann den Bonus, ja, geschenkt, wenn man da T6, mit dem T6-Schiff dann einmal gewinnt oder irgendwie sowas, würde ich da integrieren, um es ein bisschen leichter und verträglicher zu machen. Aber ja, das ist meine persönliche Meinung. Das hängt natürlich auch an Wargaming, wie es dann tatsächlich umgesetzt wird. Hier sehen wir nochmal eine andere Perspektive. Ist hier wohl doch ein Hochhaus, also nicht irgendwie im Keller. Hier hinten ist sogar Tapete dran und ein Telefon und so weiter. Sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Da haben wir hier das nämlich, das Versorgungsschiff ist da. Da ist ja, da kommen immer die Container hoch. Cool. Das steht da an der Seite. Sieht auch lustig aus. Sehr cool. Ich finde, das Ding hat super viel Atmosphäre auf jeden Fall. Das hier ist ein Schlachter. Ich weiß gerade genau welchen. Bossbite oder sowas in der Art. Keine Ahnung. Ja, wie auch immer. So wird das aussehen, was demnächst in World of Warships spätestens ab Update 088 ins Spiel kommen soll. Ja, und das war's mit unserer Vorschau. Ich bin am Ende angekommen. Schreibt mir gerne eure Gedanken zu der Einführung des neuen Hafens. Eher neuen Schreibtisch wahrscheinlich. Und ja, den gewerteten Sprints und so weiter. Freut mich, wenn ihr Kommentare da lasst. Auch ob euch das Video gefallen hat oder was ihr anders machen würdet. Auch da bin ich immer für aufgeschlossen, wenn es konstruktiv ist. In dem Sinne, ich freue mich über einen Daumen nach oben, über ein Abo, wenn ihr uns noch nicht abonniert haben solltet. Social Media seht ihr alle oben, Beschreibung sind unten. Also die Links dazu sind unten in der Beschreibung. Und jetzt sage ich danke für eure Zeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Seekrauts-Team, euer Andi. Ciao, ciao.